So, mein lieber Krebs, hier ist Nina von Kartenstoff und ich begrüße dich jetzt ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für den Monat Juni. Ich ziehe eine Hauptenergie aus dem Weisheitskartendeck der Seele. Da haben wir die Errettung, da werde ich gleich noch mehr zu sagen, sage aber jetzt erstmal was zur Legung. Ich ziehe gleich eine Neunerlegung aus dem Leitzierstarot, kläre danach, was ich gerne klären möchte mit dem Mond nach Lenormand. Ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine Karte für deine Energie in der Beziehung, deine momentane Energie. Eine Karte als Beziehungsenergie an sich, wo man ein bisschen sieht, was geht denn da gerade zwischen euch ab oder was ist da gerade vorherrschend. Und eine Karte für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der erweiterten Legung weiter ein, lege das keltische Kreuz um diese Karte drumherum, schaue also, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wohin geht es, woher kommt es, wie sieht er oder sie selbst das Ganze und so weiter. Und ziehe dann noch eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Link ist in der Infobox, ebenso wie mein PayPal-Me-Spenden-Link, falls du mir für meine Arbeit etwas zukommen lassen möchtest. Und der Link zur Zeitenleserin, Talk über die universellen Gesetze. So, und jetzt fangen wir aber mit dieser Karte an. Errettung. Und was ich bei dir wahrnehme, ist wie so ein Rausziehen aus einer Situation, wo man sich ganz lange drin aufgehalten hat. Aber merkt, dass man das gar nicht bis in alle Einzelheiten klären muss, sondern einfach auch sagen darf, ich gehe jetzt. Ja. Ich gehe jetzt, ich darf auch gehen. Ich muss hier nicht immer weitermachen. Ich muss nicht jeden Faden klären. Ich muss mich nicht um jedes Leiden von irgendjemandem anderen kümmern. Ich kann jetzt einfach gehen. Das kommt mir bei dieser Karte. Das ist eine Mega-Erkenntnis. Das ist häufig ein Schritt zum überhaupt, also zu einem ganz, ganz großen Shift, wenn man merkt, nein, 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 ich muss es nicht tun. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt schauen wir mal, was die Neunerlegung sagt. Da haben wir einmal als Hauptenergie die zwei der Kelche, die Beziehung auf Augenhöhe. Die Beziehung mit Sicherheit mit deinem Gegenüber. Wenn es sich um eine Seelenpartnerschaft bei euch handelt, ist es definitiv die Beziehung auf Augenhöhe. Auch wenn die sich zwischendurch mal anders anfühlen mag, das macht nichts. Vom Kern her ist es sowas. Jetzt kommen wir zu der oberen Reihe. Kann man einmal das erst der Münzen. Die obere Reihe ist eine Situation bzw. Entwicklung in der Vergangenheit, die für jetzt wichtig ist. Da haben wir einmal eine Chance auf einen Neubeginn, die sich geboten hat, auf einen stabilen Neubeginn, auf einen fundamentalen Neubeginn. Dann haben wir hier die Sieben der Schwerter. Da geht man nicht ganz transparent mit anderen Leuten um. Aber gar nicht jetzt unbedingt, weil man das so unglaublich böse meint und total hinterlistig ist, sondern weil man Dinge auch mal für sich selber erstmal regeln muss, bevor man damit an die ganze Öffentlichkeit tritt. Aber das werden wir gleich noch sehen. Ich lege auch erst mit dem Tarot komplett aus und kläre danach noch mit dem Lenormand. Und hier haben wir die fünf der Münzen, die ein Leiden bzw. ein Vermissen darstellen. Hier kann sich das auch um Verluste, um Krankheit, um irgendwie alles sowas handeln. Das werden wir gleich noch weiter sehen. Jetzt kommen wir zur präsenten Reihe. Als erstes mit dem König der Münzen. König der Münzen als entweder die männliche Energie unter euch oder Teilaspekt der weiblichen Energie. König der Münzen ist im Großen und Ganzen jemand, also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir werden auch gleich sehen, was es ist. Entweder ist es einer, der sich in seinem Wert total erkannt hat, der ganz fluffig und ganz unbeschwert und frisch, fromm, fröhlich, frei zu seinen Werten stehen kann,
sich eventuell auch ein gewisses Maß an materieller Sicherheit aufgebaut hat, aber der sich noch gut bewegen kann. Das ist die sehr gesunde Seite des Königs der Münzen. Es gibt auch einen König der Münzen, der viel zu viel Wert auf Materielles legt, der sich zu krass an der Sicherheit festgeklammert hat, der zu krass seine eigenen Werte vertritt und die auch total dogmatisch, ohne dann noch was ranzulassen. Das ist eher die angehaftete Seite, wo wir noch Anhaftungen haben, wo noch Ängste und Sorgen mit reinspielen. Im König der Münzen. Es wird sich aber gleich noch mehr klären. So, jetzt erstmal noch eine Karte. Und zwar haben wir den Ritter der Schwerter, der weiß, wohin er will und nicht diskutiert. So, ich hatte eben gesagt, das ist die präsente Reihe, das ist die Vergangenheitsreihe. Jetzt kommt gleich noch die zukünftige Entwicklung. Du musst für dich schauen, wo du gerade stehst. Es kann sein, dass du eher noch in dieser Leiste bist oder schon in der, dich in der quasi zukünftigen Entwicklung aufhältst. Das ist egal. Wichtig ist nur, dass du mit diesem ganzen Ding hier irgendwie resonierst. Entweder weil es dich tief berührt oder weil du auf andere Art und Weise spürst, dass es deine Legung ist, weil dann findet das in deiner Timeline auch irgendwann statt, beziehungsweise möchte sich potenziell entfalten. Wenn das gar nicht der Fall ist, schau dir das Video zu deinem Mondzeichen oder Aszendenten an. Vielleicht passt das dann besser. Mach dich aber nie passend für eine Legung, ne? Aber lass einfach jetzt erstmal wirken. Ich komme zur nächsten Reihe. Da haben wir den Aufbruch mit dem Wagen. So. Dann haben wir als nächstes da will nichts mehr. Aufbruch und dann ist gut. Hier haben wir mit den drei der Münzen eventuell Teamwork. Kann mal für eine große Aufgabe stehen, kann auch dafür stehen, die Dinge mit jemandem anders zusammen zu bewältigen und zusammen etwas Großes zu schaffen. Und dann haben wir noch den König der Schwerter, ist eine sehr harte Energie. Braucht es manchmal auch in seinen Prozessen, sich emotional nicht einzulassen, die Dinge mit dem Verstand zu klären und auch ganz klar in eine Abgrenzung erstmal zu gehen. So, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich so ein bisschen so an, wie die Chance deines Lebens hat sich dir geboten, aber die konntest du noch nicht annehmen. Da bist du irgendwie wie von weggelaufen. Da bist du wie von weggelaufen. Und dann warst du erstmal in irgendeiner Art von Totalverlust beziehungsweise von Totalvermissen drin. Ich habe das Gefühl, hier war dir alles noch zu viel. Ich habe hier ganz viel Mitgefühl für diese Position gerade, der Sieben der Schwerter. Da ist jemand, der überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und aus einer Lebenswirklichkeit kommt, dir gemerkt, ja, Entschuldigung, dir das erste Mal oder die du das erste Mal komplett in Frage gestellt hast. Auf Grundlage eines anderen Menschen. Und hier haben wir diese, das ist zentral, ne? Alle Karten sind so direkt damit verbunden, auch wenn die alle mit sich auch natürlich im Zusammenhang stehen. Aber hier haben wir die direkte Verbindung. Und es ist diese Beziehung, die dich völlig aus dem Tritt gebracht hat, die dich völlig fertig gemacht hat, die dich dazu veranlasst hat, definitiv irgendwas zu beenden oder irgendwas zu tun, wo du einen ganz starken Verlust drüber gespürt hast, ein ganz starkes Vermissen gespürt hast. Ich glaube, das ist nicht nur das. Ich glaube, das ist die Auseinandersetzung mit deinen ganzen schwierigen Themen, die du wahrscheinlich relativ lange nicht so richtig gesehen hast. Bis du diesen Menschen getroffen hast, beziehungsweise nicht nur getroffen, bis dieser Moment mit diesem Menschen war, wo du gemerkt hast, jetzt knallst du durch. Bei manchen ist es beim ersten Mal angucken, dass man merkt, da geht so eine, mir fehlt jetzt das Wort, da fangen an, die Dinge in Bewegung zu kommen. Na, wie heißt denn das Wort jetzt?
Na, habe ich vergessen. Kommt vielleicht noch. Bei manche kennen sich schon 3 Jahre und dann macht es auf einmal Kabäm und man merkt, boah, krass, also da öffnen sich richtig die Tore in einem. Und diese Beziehung hat für ganz viel Aufruhr bei dir gesorgt und hat dich in der Vergangenheit hat dich völlig überfordert. Du warst völlig überfordert mit allem. Und du musstest dich erstmal sortieren. Und ich ziehe jetzt mal zu dem König der Münzen 2 Karten. Hier haben wir einmal die Prozesse, die du eingegangen bist, oder auch Konflikte. Und hier haben wir mit den Eulen die Spannung, die Nervosität. Und die Art und Weise, auf der du bis jetzt gelebt hast, die stellst du auch gerade noch, wir sind hier in der präsenten Leiste, die stellst du ganz doll in Frage. Und da gehst du deine Prozesse mit. Und hier hast du dich insbesondere dieser Beziehung entzogen, die durch diesen Neubeginn, durch die Chance, etwas im Leben anders zu machen, durch die Chance, etwas im Leben anders zu gehen, die dich völlig überfordert hat, völlig fertig gemacht hat. Habe ich schon 27 Mal gesagt, aber es ist wirklich eine ganz krasse Energie. Ich muss das auch noch mal sagen. Und davor bist du weggerannt, aber du bist in das totale Leiden reingekommen. Du hast überhaupt dir dein Leiden, was du im Leben überhaupt alles eventuell an emotionalen Verletzungen gekriegt hast, das ist richtig hochgekommen und du hast gemerkt, nee, ohne das nicht. Ohne das will ich nicht. Und das ist auch der Punkt für dich, weil du diesen Zustand nicht aushältst und da nicht weiter drin bleiben willst. Es ist der Punkt für dich, deine Muster, deine Werte, deine Normen, das, was du dir alles schön verankert hast, wo du bestimmt auch viel Sicherheit und Struktur drin gespürt hast, das stellst du in Frage und sagst, okay, ich muss mir das jetzt eben angucken. Ich muss mir das angucken. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier zum Ritter der Schwerter bekommen. Für mich ist es nämlich ich weiß jetzt, in welche Richtung ich gehen will und ich möchte auch dafür kämpfen. Genau, hier haben wir nämlich schon die Störche mit den positiven Veränderungen. Because of the Sehnsucht, wegen deiner Sehnsucht nach demjenigen welchen. Schiff steht mal für, ich schiffe von einem Ort zum anderen, das ist es ein Stück weit auch, aber ich spüre hier einfach deine Sehnsucht, die ist auch brachial in dieser ganzen Legung spürbar. Das ist so ein Motor, das ist so ein Faktor für dich, in die Heilung und ins Gesunde reinzukommen. Und gerade, ne, in dieser präsenten Leiste geht es für dich darum, tatsächlich das für dich in Frage zu stellen und nochmal Muster gehen zu lassen, Dinge auf Wahrheit zu überprüfen. Stimmt das wirklich so? Ist das wirklich die Wahrheit, wie ich das so für mich als Glaubenssatz habe oder denke, nur so funktioniert die Welt? Oder ist das nicht vielleicht nur eine Form der Wirklichkeit? Aber es gibt in diesem Leben anscheinend auch die Chance, eine andere Form von Wirklichkeit kennenzulernen. Und das ist nämlich hier dieses ganze Rausziehen, was du hier machst. Du merkst jetzt, du musst nicht in dem drin bleiben, wo du viele Jahre wahrscheinlich drin warst. Du gehst auch weiter, weil und du sagst auch, okay, auch wenn das nicht bis ins Kleinste geklärt ist, aber ich habe für mich das Recht, mich aus den Dingen, die mir nicht gut tun, mich da rauszuziehen und in die positiven Veränderungen zu kommen. Und du gehst es ohne Wenn und Aber. Und das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Du musst das erstmal für dich selber tun. Musst da auch gar nicht allen von erzählen. Wichtig ist, dir Kraft zu holen an den Stellen, wo du Kraft brauchst und da erstmal selber durch dein Nadelöhr da durchzukommen. Ne?
Und hier geht es schwungvoll weiter in die richtige Richtung. Ich brauche noch mal einen kleinen Moment auch für die 3 der Münzen und einen kleinen Moment für die untere Reihe. Da hatte ich mich noch nicht drauf konzentriert. Ich glaube, ich muss noch mal Karten ziehen, und zwar einmal zu den 3 der Münzen, sich noch mal mit dem Lenormand klären. Hier mal einmal die Klarheit. Und den Neubeginn. So, und jetzt noch einmal zu dem König der Schwerter. Hier haben wir Sorgen, Ängste, Verluste. Und hier haben wir mit den Fischen entweder den Seelenpartner oder Gefühle, kann auch immer für Finanzen stehen. Das glaube ich jetzt hier aber nicht. Du brichst auf in eine andere Form, in eine ganz andere Form der Interaktion mit anderen Menschen. Und das ist die Grundlage. Und das kann sich hier gut auf deinen Seelenpartner beziehen, weil man mit dem das in der Regel auch als erstes innerlich macht. Die muss da als erstes kennenlernen, die muss da mit demjenigen innerlich auch als erstes durchgeht. Das ist immer der Anstoßfaktor. Also in ganz vielen Dingen, muss nicht immer sein, ist aber in ganz vielen Dingen so derjenige, mit dem man das als erstes durchspielt, wenn man sich auch nicht direkt sieht oder da gerade kein Kontakt ist, zumindest innerlich. Und du gehst hier in eine ganz andere Form der Kooperation, des Teamworks, des Zusammenseins mit anderen. Und zwar habe ich hier einen ganz tiefen Frieden drüber, und ich habe hier, das ist für mich die gleiche Energie, dieses auf Augenhöhe, dieses liebevolle auf Augenhöhe sein und dieses das ganz anders auch für sich selber zulassen können und ganz anders erfüllt von dem Zusammensein mit anderen sein. Und jetzt brauche ich noch einen Moment für den König der Schwerter. Einmal gucken, ob das deine Energie ist. Das ist für mich auch deine Energie. Das ist für mich, also ich habe ja ein bisschen Frieden bekomme ich über die Person. Es ist aber auch jemand, der sagt, ich muss irgendwie noch, ich muss irgendwie noch weiter auf der rationalen Ebene bleiben und die Gefühle ein bisschen wegdrücken. Denn was hier liegt, ist die gleiche Energie wie der König der Schwerter. Die Mäuse mit den Fischen, die hier grundsätzlich für mich für Emotionen erstmal stehen, das ist, ich glaube, du hast ganz große Sorge, dich irgendwie naiv in eine Zusammenarbeit, in Teamwork, in Dynamiken mit anderen Leuten zu begeben. Und für dich ist die Ressource, da erstmal analytisch zu bleiben und dir das Ganze mit ein bisschen Abstand anzugucken und dir das Ganze mit einer gewissen emotionalen Kühle auch anzugucken. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm oder nicht dramatisch oder kein Zustand, der jetzt für ewig ist, aber es ist ein Zustand,
der für dich eher wie so ein Schutzmechanismus ist, der für dich ein Zustand ist, in dem du nicht wieder in emotionale Verletzungen reinrennst. Ja? So. So, so. Gut. 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 Dann lege ich jetzt drei Karten, ziehe ich jetzt noch drei Karten zu eurer Beziehung und dann noch zum Abschluss noch zwei andere. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Tarot. Und von der Legung her ist es. Ist das wirklich, wie ich anfangs schon sagte, ein mega großer Shift zu erkennen, ich bin nicht bis in unendliche Jahre verantwortlich für irgendwelche anderen Leute. Ich muss nicht in einer Situation bleiben, ich kann da rausgehen, ich gehe da raus, ich mache das auch für mich. Und es ist total in Ordnung, eine Zeit lang emotional einfach zu sagen, lasst mich alle in Ruhe. Ich mache das auf meine Art und Weise und ich mache das jetzt anders. Das heißt nicht, dass du jetzt deinen Seelenpartner oder dein Gegenüber irgendwie wegschubst oder komplett gar nicht haben willst. Das ist eher so eine Grundsatzhaltung, wo du sagst, boah, ich bin da erstmal ein bisschen verstandesmäßig unterwegs. So, eine Karte für dich in dieser Beziehung. Und hier kommt der Hierophant als jemand, der seinen Weg nämlich erkannt hat, der sich auf den göttlich geführten Weg, auf den seelischen Weg, auf den schicksalhaften Weg, wie auch immer du das für dich betiteln willst, einlässt und deswegen frei von viel anderem Kladderadatsch wird. Darauf, auf dieser Grundlage erkennt, was er eigentlich im Leben alles nicht braucht. So, eine Karte für die Energie eurer Beziehung. Hier wird umgeschifft, hier wird ein Ufer verlassen und zum anderen gesteuert. Hier bewegt man sich aus einer Dynamik raus und geht in die andere Dynamik. So, dein Gegenüber, das waren mir jetzt zu viele Karten, die hier rausgeflogen sind. Wo ist dein Gegenüber gerade? Auf Erfolgskurs. Auf Erfolgskurs. Die Karte gucke ich mir gleich in der weiterführenden Legung an. Hier ist schon ganz klar, du hast was losgelassen, du hast dich hier aus irgendwas entfernt, du bist dabei, dich aus irgendwas zu entfernen, du bist dabei, innerlich Frieden zu kriegen, innerlich auch frei zu werden. Dein Gegenüber hat auch irgendwas geschafft, hat eventuell geschafft, sich von irgendwas loszusagen, hat eine bestimmte Dynamik verlassen. Hat hier auf jeden Fall für sich einen totalen Erfolg und die Energie des Ganzen ist, wir ziehen jetzt weiter. Ich kann nochmal zwei Lenormand-Karten dazu ziehen. Hier haben wir einmal das Buch. Kann ein Kapitel sein, was geöffnet wird, eins, was geschlossen wird. Hier wird ein neues Buch geschrieben, ein neues Kapitel zwischen euch wird eröffnet und da hat man jetzt auch die Schlüssel für. Man kann jetzt weitergehen. Du kannst weitergehen und dein Gegenüber kann weitergehen und kann eine neue Art zu leben in der Beziehung anfangen. Ja, da schifft man gerade hin. So, eine Karte noch aus dem Monology-Orakel für eure Beziehung. Zeit zu handeln, Neumond im Widder. Zeit zu handeln. Also bist du schon dabei, gib weiter Gas und jetzt noch eine Karte aus dem Farbkartendeck. Da haben wir Rainbow, Connect to Spirit in Nature. Das ist für mich hier wieder genau deine Energie. Das ist diese Verbindung zu deiner Seele, zum Seelischen. Erkennen, was wirklich dein Weg ist. Erkennen aber auch, was nicht dein Weg ist. Ganz wichtiger Satz gerade nochmal. Erkenne, was nicht dein Weg ist, das tust du hiermit. Und diesen Weg gehe auch nicht weiter. Ja? So. Ich verabschiede mich in die weiterführende Legung. Link ist in der Infobox. Ich lege hier das keltische Kreuz drumherum und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Wenn wir uns da wiedersehen, freue ich mich. Wenn wir uns da nicht wiedersehen, freue ich mich, dass du bis hier zugeguckt hast.
Und wenn ich dir etwas helfen konnte, etwas mehr Klarheit geben konnte, natürlich über einen Daumen nach oben. Nicht vergessen. Ja, und dann bis gleich oder bis bald.